Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stachelhalter durch die Köpfe der Menschen gezogen. Oh. Oh, I love you more than words can say. Yo, 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 ladies and gentlemen, it's me again, your boy Shady Shady, one and only, Shady Shady, and Zaga. Come on, guys, you know that already. We are back again, okay? Today, guys, I'm going to check out Volker Pispers, who owns the media. Political satire from Germany, translation by KOS, K-O-S, all right? And so we're just going to smash subscribe, smash like. Guys, make sure you support Groovy Movie Club, okay? So here, there's a message. He said, I do not own the right to this recording. English translation of a performance by German political satirist Volker Pispers. This was recorded probably around 2013-2014. Pispers is retired now, but we all miss him dearly. Truly one of the greats. Shout out to Shady Shay. Shout out to Shady Shay. Be sure to check out my other content on German music, satire, culture, and more. Also, please take time to visit my band's YouTube channel as well, MYA. Okay, I've grabbed this. Oh yeah, I followed this already. Okay, I've checked you out, subscribed as well. Okay, but that's it too much, guys. Let's get this video started. And guys, also make sure you support Groovy Movie Club so he can make us more translations and then we can have more videos. All right then, guys, let's get this video started. Let's go straight to action. No time to waste. Denn wir leben in einer Demokratie und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer demokratischen Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung wird... Okay, that economically benefits 80% of the population. Wirtschaftlich profitieren würde, kriegen Sie keine Mehrheit für. Sie kriegen jederzeit eine Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% profitieren. Denn die Politik wird seit 40 Jahren gemacht und gewählt. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne sind wirtschaftspolitisch eine Einheitspartei. Hm. Innerhalb. So different parties, but they're all one and the same because they have the same agenda. Okay. Der SED gab es mehr Streit über Wirtschaft. Die erzählen alle das Gleiche. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Das, was nur den reichen 10% nützt. Und diese fünf Parteien holen immer über 80% der Stimmen bei jeder Wahl. Meist sogar 85%. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen? That is so true. That is so true. How do they convince the masses to vote against their own interests? How? Like, it baffles me so much. But yeah, that is the life that we're all living. That is the reality. How did they do it? Das machen die mit einem Trick. Die haben den Leuten eingeredet, dass es nicht anders geht. Und dass irgendwann alle davon profitieren. Dass alle irgendwann zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Doi, doi, doi. Good luck. Yeah, good luck. You work two jobs, three jobs, just to live a kind of comfortable life, but you're not even there to enjoy the life because you spend all the time working and they tax you. Die bringen diese Leute dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen, ohne Mauer, ohne Schießbefehl, ohne Stasi. Der Honecker rotiert im Grab, wenn er sieht, dass es auch ohne geht. Mm. Und wer hilft ihnen dabei? Das sind die Medien. Wem gehören die Medien? Thank you. Heute war ja von den Medien schon die Rede. Das ist nämlich die nächste spannende Frage. Wem gehört das Ganze? Ein paar reichen Familien und die meisten kennen sie sogar. Springer. A few rich families, which most of you also know, Springer, Frieda Springer. Die bekannteste reiche Familie. Friede Springer. Das ist Bild, Bild am Sonntag, Bild der Frau, Computerbild, Autobild. Welt am Sonntag muss ja ein bisschen Konkurrenz und Abwechslung geben. Hm? Jede Menge Fernsehzeitschriften, Privatfernsehen beteiligt, N24 gerade ganz gekauft. Bild ist so mächtig, da legt sich keiner mit an. Deshalb geben alle Politiker der Bild-Zeitung Interviews. Die können jeden platt machen, wenn sie wollen. Der Wolf, der musste weg. Der hatte gesagt, der Islam gehört zu Deutschland und hatte noch einen Vortrag über die Zinspolitik gehalten während der Finanzkrise. Darüber ist schon gar nicht mehr berichtet worden. Da hat die Friedrich Springer so gemacht. So machen die den weg. Der hat sich nicht zu Schulden gekommen, der Wolf, außer dass er ein bisschen blöd war. He did nothing wrong except being a little stupid. Das war noch nie ein Grund für einen Rücktritt, oder? No. Oh, that is so true. Exactly. Yeah, being stupid has never been a reason for a resignation before. We know that truth, that fact in the UK. It's in our politics.
Stupidity. Die zweite mächtige Familie, die Sie kennen, ist die Familie Mohn. Die sitzt in Gütersloh. Da steckt das mit dem Betäuben der Bevölkerung schon im Namen. Bertelsmann sagt Ihnen mehr. Das ist ein Familienbetrieb, der heißt Bertelsmann gehört der Familie Mohn. Liz Mohn steht an der Spitze. Friedrich Springer und Liz Mohn, die erfolgreichsten und mächtigsten Frauen des Landes, haben dasselbe Geschäftsmodell, haben als Kindermädchen in den reichen Familien angefangen, haben die Ehefrau weggebissen und den Alten überlebt. Das ist das Modell Schwarze Witwe. Sehr viel erfolgreicher als Feminismus. Fragen Sie Alice Schwarzer, die alte Bildzeitungsnutte. Bertelsmann ist der größte Konzern, der größte Verlag der Welt, Random House. Bertelsmann hat Gruner und Jahr jetzt gerade ganz gekauft. Das ist dann Stern, Brigitte und so weiter. Können Sie alles nachgucken. Bertelsmann gehört auch ein großer Teil vom Spiegel. Spiegel, die Bildzeitung für Abiturienten. Früher war das mal ein aufklärisches Magazin, heute ist alles längst gleichgeschaltet. Sind Sie heute kein der Chefredakteur der Bildzeitung, Nikolaus Blome, Chefredakteur beim Spiegel? Wäre das ja früher undenkbar gewesen. Heute ekeln die reichen Familien Sie auch für nichts mehr. Es ist alles offen und ehrlich. Bertelsmann ist auch Privatfernsehen, RTL 1 bis 24. Die Funktion der Medien, die Verblödung der Massen, hat der Kohl noch clever geplant. Privatfernsehen hat er eingeführt, der Kohl... So, former Chancellor Kohl had that planned really cleverly. Kohl wusste, das Volk braucht Brot und Spiele. Je trockener das Brot wird, desto lustiger bis in die Spiele werden. Nach 30 Jahren RTL ist es doch alles perfekt. Das Dschungelcamp ist die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Die meisten Unterhaltungssendungen in den Privatsendern... Yeah, not just there, not just there. It's actually popular even in the UK so much. Erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Die meisten Unterhaltungssendungen in den Privatsendern bestehen aus Kindergeburtstagsspielchen. Sackschlagen, Eierlaufen, Topfhüpfen. Wir sind wieder bei Gladiatorenkämpfen angekommen. Schlag den Raab! Und er steht immer wieder auf. Das ist das furchtbar. Bertelsmann macht aber auch Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da werden ja nicht nur die Studien gemacht, da werden auch ganze Gesetze entwickelt. Hartz IV ist von der Bertelsmann Stiftung geschrieben worden, nicht von Peter Hartz, der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn Peter, einer geht noch rein, Hartz. Wenn der den französischen Präsident Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen, meine Damen und Herren. Noch eine Reichsfamilie, die Sie kennen, Burda. Burda, das ist Boulevard. Man sagt auch Gosse, Gala, bunte Frau und Kind, killen Hühn, womit Sie Resthirn. Frau und Kind, so the wife and children, or women and children. Einwickeln. Fokus ist auch Burda. Das ist jetzt Spiegel für Hirnamputierte. So eine Art journalistisches Endlager. Sie müssen mal nachgucken. In Hannover regiert die Familie Mattsack. Der gehören alle Zeitungen Hannover, in Niedersachsen bis nach Rostock hin. In Köln können Sie keine Zeitung lesen, die nicht Neven Dumont gehört. Können Sie nicht lesen. Gibt es keine. Das sind Monopole. Am ganzen Niederrhein ist die Rheinische Post. Sind vier reiche Familien. Auch die Süddeutsche Zeitung gehört inzwischen einer reichen Familie aus Ludwigshafen, der Familie Schaub. Auf die bin ich gestoßen, als ich in Chemnitz geguckt habe, wem die Zeitung da gehört. Ich denke, Ludwigshafen, Schaub, Chemnitzer Freie Presse, wie kommen die denn zusammen? Chemnitzer Freie Presse war die Zeitung mit den meisten Abonnentenzahlen der alten DDR. Die hat der Kohl der Familie Schaub an der Treuhand vorbei zugeschüttet nach der Wende. Ludwigshafen, Oggersheim, muss ein Zufall sein, ist eine Verschwörungstheorie. Backstabbing. Wir wissen bis heute nicht, wer die Spender wirklich waren. Der Kohl hält dich, zumindest an der Stelle. Im ganzen Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke, Funke Medien. Früher war es die Watz-Gruppe. Jetzt ist es eine Familie, Funke Medien. Und diese reichen Familien, meine Damen und Herren, die brauchen keinen Schießbefehl, die brauchen keine Mauer, die brauchen keine Stasi. Die haben den Stacheldraht durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn sie für... Oh, they drew the barbed wire in the brains of the people. That is brainwashing. Like properly brainwash the people. They've been studying how to brainwash people. And we're thinking to brainwash people, you put them in a machine, put something on their head, and it goes, and they go, maybe their name was Ali. They'll be like, what's your name? My name is Peter. Actually, it's happened. This is Ali's, I changed their names to Peter's. But you get me.
You understand? Like, we think brainwashing is when they physically do something to you. They say we are brainwashing you and you're brainwashed. No. Because they were thinking, how can we brainwash the masses? And they were like, oh, hypnotize. You know when they hypnotize you, you're looking. And they thought, oh, let's make the TV. Make the TV and they just brainwashed us by what we're seeing, what we're believing. And that's it. The media just went boom. Keine Mauer. Sie brauchen keine Stasi. Sie haben den Stachelhalter durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang den Wirtschaftsteil solcher Zeitung gelesen haben, dann ist es auch zu spät. Das habe ich inzwischen begriffen. Ich sehe es den Menschen jeden Abend an. Ich kann doch gar nicht recht haben. Sonst müssen Sie ja zugeben, dass ich 40 Jahre lang für blöd verkaufen lassen und dafür noch Geld bezahlt habe. Being fooled and paying for it for all your life. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung. Mein Lieblingssatz ist Soziales, was Arbeit schafft. Da würde kein Mensch widersprechen. Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre Hackfresse mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Okay, I get his point. But you know, that's actually a good example. I mean, it's a bad example. But if five people in a brawl and they're all fighting, like, ish, and the police come to arrest them, like, yo, we're just creating jobs for the hospitals. Disgusting. Aber die Sinzeste, die schlug der Stacheldraht. Kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszinspolitik. Die Griechen müssen wettbewerbsfähig werden, damit sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Ah, Greece. Perfektes System. Und in diesem System, meine Damen und Herren, wo Politik gemacht wird für die reichen 10% und die reichen Familien die Medien kontrollieren, in diesem Land ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die wird den Reichen selber nicht gefährlich. Die Merkel hat selber keine finanziellen Interessen, das glaube ich wirklich. Okay. A politician with no financial interest is hard to come by. I'm not saying never. Aber die interessiert sich überhaupt nicht für Politik. Die ist einfach gerne Kanzlerin. Warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem Til Schweiger gerne Schauspieler wäre. Dankeschön. Yo. I mean, Til Schweiger is not too bad. I've seen many of his movies. It's not too bad, yo. Yo, the truth in this guy's speech here, it's not just Germany, yeah? It's not just Germany, all right? You can use it all around the world in politics. Politics all around the world, they use the same model. Like, we've all been brainwashed. They brainwashed us to the point where we don't even believe that we're brainwashed. We think that we're enlightened. Yeah, we think we're enlightened. No. We are very brainwashed. How the whole masses, 80% of the whole population will vote for those 10%. And we are still there struggling, working 3, 4, 5 jobs. A lot of them, maybe they work once a month. And that work that they work, they just maybe check to be like, okay, is everything going fine? It's good? That's fine, thank you. Then their yards, living their life, not lifting a finger to do anything at all. But the rest of the masses are just there working for them. That is what we are doing. They are like puppet masters controlling all of us, man. It is a crazy thing. They put the barbed wire in our brain. Yeah, it's not like back in the day where they'll force you with guns, lash you, slays, splash, work. No. Now they tell you you're free. But freedom is just an illusion. Yeah, it's an illusion. We decide to put ourselves in bondage by ourselves. But then we're like, how can you do it? Because there's no other way. And they tell us there's no other way. And we're like, yeah, it's true, there's no other way. How can we do it? It's crazy. This guy's truth just makes me sit down and think like, wow. All this thing. Now that we know, what can we really do about it though? Yeah, because a lot of people still don't believe because they're in that state of being brainwashed. Anyways, be appreciate the one and only. I hope you enjoyed this one like I did, guys. Okay, do let me know what you think about this in the comment section. Also, smash that subscribe, give me some love. Peace out.